Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Nein, keine Sorge, ich bin nicht so senil, dass ich schon wieder ein falsches Veröffentlichungsdatum erwischt habe. Das ist heute ein ganz spontanes Video, das ich jetzt am Donnerstag hochlade. Natürlich kommt am Freitagmorgen also das ganz normale Video für die Woche. Da wird es dann um meine YouTube-Statistik für das erste Halbjahr gehen. Heute geht es auch um eine Statistik, ganz spontan, nämlich die KBA-Statistik, die Pressemeldung der KBA-Statistik für den Juni 2023. Die großen Zahlen kommen natürlich demnächst auch noch. Die werde ich selbstverständlich auch für euch dann wieder auswerten und mit euch zusammen besprechen. Ich fand jetzt nur diese erste Pressemeldung schon so spannend, dass ich euch das kurz schon mal vorstellen wollte. Für die große Statistik, ihr denkt dran, Kanal abonnieren ist immer eine gute Idee. Wir werfen jetzt also mal einen Blick auf so diese allerersten Daten, die jetzt rauskamen, weil ich finde es super spannend. 280.139 Pkw wurden im Juni 2023 neu zugelassen. Das ist ein Plus von 24,8%, also ein Viertel mehr. Und die gewerblichen Neuzulassungen stiegen sogar um 34,4% und betragen inzwischen wieder knapp 70%. Das lässt aus meiner Sicht einen Rückschluss durchaus zu, nämlich den, dass es langsam wieder ein bisschen bergauf geht mit den Lieferfähigkeiten, dass also diese ganzen Lieferprobleme jetzt nachgelassen haben. Wie komme ich drauf? Nun, aus meiner Sicht ist dieser starke Anstieg des gewerblichen Anteils nicht unbedingt darauf zurückzuführen, dass jetzt ganz viele Firmenflotten neu eingeflottet wurden, sondern eher, dass die Zulassungen auf Händler, also Vorführer, wieder zugenommen haben. Das heißt, aus meiner Sicht sind Fahrzeuge wieder besser verfügbar. Und ich hatte gestern mal auf der BMW-Seite geguckt, für den iX3 gibt es inzwischen auch wieder Rabatte, von denen konnte ich damals nur träumen. Insgesamt wurden im Halbjahresvergleich 12,8% mehr Fahrzeuge zugelassen. Wie komme ich aber jetzt auf den Titel des Videos? Dazu schauen wir uns einfach mal die Zulassungen der Elektroautos an. Denen wurde ja bescheinigt, dass mit der Abschmelzung der Förderungen der Markt tot wäre. Das sieht allerdings ganz anders aus, denn die stiegen um 64,4% und haben inzwischen einen Anteil von 18,9% an den Zulassungen im Monat Juni gehabt. Und im ganzen Halbjahr stieg es immerhin um 31,7% an. Und mit diesen 18,9% liegen die inzwischen über dem Diesel. Der Diesel hat nur noch einen Marktanteil von 16,7%. Also alle, die immer sagen, boah, außer dem Diesel kann man nichts fahren, ja, ihr seid inzwischen ziemliche Exoten. Der Benziner ist immer noch weit vorn mit 35,6, aber danach kommt das Elektroauto. Die einzigen, die wirklich einen extremen Rückgang hatten, und ja, das ist aus meiner Sicht auch nicht wirklich verwunderlich, das sind halt die Plug-in-Hybriden, weil aus meiner Sicht haben die keine echte Daseinsberechtigung mehr. Im Jahr 2023 ist aus meiner Sicht das Elektroauto das Mittel der Wahl. Wenn man unbedingt weiter Verbrenner fahren will, dann nimmt man halt einen Benziner, aber so ein Plug-in-Hybrid, der ist halt nicht Fisch und nicht Fleisch. Und diese Übergangsphase, wo ich immer gesagt hatte, wo die noch eine Daseinsberechtigung haben, die ist aus meiner Sicht eigentlich weg. Was jetzt auch noch durchaus spannend ist, da müssen wir uns dann aber tatsächlich die Detailstatistiken angucken, ist, dass wenn wir uns das mal anschauen, denn Tesla wird hier explizit erwähnt, ich muss es mal eben suchen, da. Die hatten in dem einen Monat jetzt ein Plus von 176,6%, also das 1,76-fache haben sie verkauft. Und nach Abschluss des ersten Zulassungshalbjahres, also das ganze halbe Jahr, hat Tesla sich fast verdoppelt. Sie haben 99,3% mehr und liegen damit auch ganz vorne bei sämtlichen Statistiken. Was jetzt spannend daran ist aus meiner Sicht, es sind ja in letzter Zeit auch ganz viele Pressemeldungen unterwegs gewesen, dass VW die Produktion der Elektroautos drosseln musste, weil sie Absatzprobleme haben. Da ist jetzt super spannend zu sehen, wenn dann die Detailstatistiken da sind, Kanal abonnieren, dann verpasst ihr die nicht, ob das andere Märkte sind, ob das auch den deutschen Markt betrifft. In China ist ja bekannt, dass sie kaum noch ein Auto verkaufen können. Also das wird aus meiner Sicht super spannend, zu schauen, inwieweit auch die Dominanz von Tesla sich noch weiter ausgebaut hat, auch im Heimatmarkt von Audi, BMW, Mercedes und VW. Aber so die ersten Zahlen, die jetzt da sind, nein, das Elektroauto ist nicht tot. Es überholt den Diesel immer weiter. Und die abgeschmolzenen Förderungen haben offensichtlicherweise jetzt keinen großen Einfluss darauf gehabt. Und selbst wenn jetzt jemand sagt, ja, aber das sind ja diese Lieferkettenprobleme gewesen,
hatten dann nur die Elektroautos Lieferkettenprobleme, hatten nicht vielleicht alle die Probleme. Auch das werden wir versuchen, dann aus den Detailstatistiken noch genauer rauszulesen. Für jetzt ist es erstmal doch ein ziemlich spannendes Ergebnis, dieser weitere Anstieg der Zulassungszahl der Elektroautos und diese weiteren Erfolge von Tesla im Heimatmarkt der deutschen Hersteller. Das finde ich schon super spannend und deswegen wollte ich euch jetzt einfach mal so ohne jedes Skript völlig dynamisch am frühen Morgen auf dem Weg zur Arbeit dieses Video einschmeißen. Jetzt muss ich aber auch wirklich zur Arbeit. Deswegen soll es das für heute gewesen sein von eurem Stefan Lenz.